right below us. For me, the Jaguar E-Type is like a bubbling brook, pure air, and the fresh smell of spring. So, schon mal so ein bisschen ausrichten hier. Boah. Auf welchen? Da geht's rauf, ne? Mit dem Schlauch hier rauf. Ach, sonst würde es wahrscheinlich gar nicht gehen. Boah. So, das reicht. So, komm, ein bisschen noch. Ein bisschen noch rauf. So. Wenn man jetzt diese gläserne Zündkerze hätte, ne, die ich dir mal gezeigt habe, ja, dann könnte man das sogar sehen, was man da versteht. Genau, ja. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, wenn ich jetzt weiter nach außen gehe, wird es kälter wieder, ne? Ja, ja. Du musst gucken, dass man irgendwie den Kernstrom erwischt. 180 so Grad. 80. Das ist ein bisschen mehr. Das liegt aber auch daran, dass der jetzt in der Mitte liegt. Ja, ja. Hast du bei 200? Ja. Aber das sehe ich jetzt. Ja. Diese Felgen brauchen keinen Schlauch. Die haben einen Hump. Ach, geil. Erstens, weil sie ein bisschen breiter sind, aber im Wesentlichen, weil sie mittig gespeicht sind. Die anderen hier sind außen gespeicht. Wenn du mal guckst, da gehen die Speichen hier außen ran, ja, und hier sind sie da in der Mitte. Ach so. Das heißt, hier sind... Geht das gar nicht. Da kann kein Hump sein. Wo sollte er sein? Da sind die Speichen durchgesteckt. Ja. Und hier, das ist mittig... Enden die Speichen da in der Mitte, und deswegen ist hier ein Hump. Super. Super, das heißt, hier ist kein Schlauch drin. Ja. Aber hier kannst du es sehen, also hier vorne, du kannst es auch hier sehen. Das ist der Hump, dieser kleine Wulst. Ja, und da ist noch einer. Und da knallt der Reifen eben beim Aufpumpen drüber. Ne? Das ist das Knallen sozusagen. Ja, ne? Und die... Die Speichen enden hier und das ist komplett vergossen, dieser Bereich hier, weil die Speichen, das wäre natürlich, da darf ja keine Luft durchgehen. Ne? Ja, ja. Das ist bei dem, bei der Felge ist es egal, weil da ist ein Schlauch drin. Also die Luft ist Ach so, das ist vergossen, genau, damit da keine Luft durch. Ja, weil hier ist ja im Prinzip, die Felge ist ja voller Löcher hier. Ne? Ja, ja, ist richtig. Und das ist ja nochmal, das ist ja nochmal richtig Action dann, ne? Du brauchst ja nur so, wenn du gerade drauf guckst, ne? Ja, ja, läuft, ja, ja. Also ganz, ganz leicht, ganz leichter Schlag, aber das ist nicht der Rede wert. Klasse. Also das heißt, die werde ich hier auf der Maschine wuchten können. Ja. So, links rum drauf drehen. Ach ja. Ja, es ist komisch. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite ist es andersrum. Ja, 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 das ist das Enorme. Und dann mit dem Gummi haben wir noch... Nee, Leder. Ach, Leder? Ja. Kultig. Leder-Kupferhammer, Marke Thor. Ist es extra dafür? Der ist einzig und allein für genau diese Sache. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Yeah.
Even when I was a young man, I was enthusiastic about this long bonnet. In my mind, this is the best car for a playboy. But in the meantime, I have realized that real passion is needed for all this work. They say you should always go for greatness, because anything else is a waste of time. If buying a classic car was simple, everyone would do it. But simple does not describe the charm and the lifeblood of a classic car, especially a Jaguar E-Type. You cannot calculate the monthly cost that a classic car needs. Hard work, early mornings, lots of time spent dealing with various problems. And above all, mental discipline.